In der Nähe der Mauersegler, an einer geschützten Stelle unter den Dachziegeln, haben sich Mausohren angesiedelt, um ihre Jungen aufzuziehen. Wie alle heimischen Fledermausarten ist auch das Mausohr in seinem Bestand bedroht. Zum einen findet es nur noch mit Mühe geeignete Schlupfwinkel, zum anderen leidet es unter Nahrungsknappheit, denn seine Beutetiere, die nachtaktiven Insekten, sind erheblich zurückgegangen.